Ja, moin moin liebe Leute, hier sind wieder Stefan und Dietmar von Motorradtest.de und wir testen heute eine Yamaha XT1200 ZE und dazu haben wir auch uns passendes Wetter ausgesucht. 2 Grad und Nebel, das ist genau das Wetter, wo sich diese Maschine hier wohlfühlt. Ja, die ZE bzw. die XT1200 gibt es seit 2010, also schon ein bisschen länger. Der letzte Modellwechsel war 2015, glaube ich. Und ja, wir haben hier wie gesagt die ZE-Variante. Es gibt die XT1200 auch als Z, dann allerdings ohne elektronischem Fahrwerk. Die ZE hier hat zusätzlich auch noch Heizgriffe und einen Hauptständer und ja, so ein bisschen Schnickschnack noch zusätzlich. Kostet dafür dann allerdings auch knapp 16.000 Euro. Die Z kostet 13.500, also ein bisschen günstiger. Das liegt natürlich vor allem an diesem elektronischen Fahrwerk, was wir euch im Laufe des Videos auch noch zeigen wollen. Ja, Yamaha sagt zu der XT1200, sie fühlt sich bei steinigen Flussdurchfahrten ebenso wohl wie auf anspruchsvollen Schotterpisten und bietet auf langen Autobahnetappen eine hohe Reisegeschwindigkeit und ein Maximum an Fahrkomfort. Ja, und ob das stimmt, das wollen wir mal versuchen für euch rauszufinden in den nächsten etwa 20 Minuten. Und ja, wir hoffen, ihr habt Kaffee und Gebäck bereitgestellt. Viel Spaß beim Test und schon geht's los. Tempo 100. Ja, diese schöne XT1200 ZE Super Teneré ist übrigens der richtige Name. Haben wir übrigens von Tezius und Rheinmas zur Verfügung gestellt bekommen. Wollte ich nochmal genannt haben. Ein Yamaha und Zero Händler. Und ja, was bei dieser Maschine hier anders ist als bei der Serie, ist dieses Windschild hier. Das ist ein Original Yamaha Schild, steht auch drauf, Super Teneré, aber es ist eben eine hohe Version. Also normalerweise hat auch die ZE ein kleineres Windschild. Ja, ansonsten designtechnisch, es ist eigentlich ein ziemlicher Schramm, muss man sagen. Also es ist wirklich ein großes Bike, aber ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, designtechnisch ist jetzt hier irgendwas besonders auffällig. Es gibt die Maschine übrigens in 2 Farben und zwar in Tech Black, also ganz schwarz, und das hier ist die Variante Keramik Eis mit so einem grauen Tank. Ganz schön, finde ich. Ja, wir starten mit den Abmessungen und Stefan hier setzt sich mal rauf auf die Kiste. Stefan ist, wie ihr wisst, 1,80 groß, hat etwas kürzere Beine, aber kommt hier ja ganz gut eigentlich. Tadellos, ne? Ja gut, tadellos, also du kommst gerade auf den Boden, aber das reicht, ne? Ja, ja, ja. Also die Maschine hat nämlich, wir haben darüber gerade eben ein bisschen diskutiert, deshalb wundert euch nicht, dass wir hier so, ja, überrascht sind. Die Maschine hat 2 unterschiedliche Sitzhöhen, nämlich 845 und 870 mm, und das ist jetzt hier die 845er. Und ja, die Maschine ist relativ groß, Länge 2,25, Radstand 1,54. Und das Gewicht liegt vollgetankt bei 261 Kilogramm, das zulässige Gesamtgewicht sogar bei 470, das ist relativ viel. Aber gut, ist ja auch eine Reise-Enduro, da gehört sich das natürlich auch irgendwie so. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich mich hier rauf schlängel. Wir haben nämlich heute nur so ein kabelgebundenes Mikro, das ist nicht ganz so lang, aber egal. Ja, das ist amtlich, ne? Ja, passt. Ja. Also damit würde ich mit dir, Stefan, in die Mongolei fahren, wie der Kollege eben. Ja, super, dann machen wir das. Ja, wir wollen euch mal zeigen, wie einfach man hier die Sitzhöhe verstellen kann. Stefan nimmt mal das Polster ab und das ist hier so ein Kunststoffrahmen. Den schiebt man einfach von hinten nach vorne, beziehungsweise von vorne nach hinten. Zack, fertig. Schon kann man die Sitzhöhe ändern von 845 auf 870 mm. Wunderbar. Ja, Bedienelemente und Cockpit hier, der Kill-Switch und Kombi-Zündung, da wird die Maschine angelassen. Das hier ist der Mode-Schalter, da kann man die Fahrmodi einstellen, schauen wir uns gleich an. Hier auf der linken Seite gibt es ein paar mehr Schalter, Hupe, das ist hier der Tempomat, Blinker, Lichtsteuerung und dann gibt es hier 2 Schalter zur Steuerung des Menüs. Das wollen wir uns jetzt mal angucken. Ich mache die Kiste mal an
Ihr seht schon, das ist hier noch ein etwas althergebrachtes LC-Display, zweigeteilt. Hier ist die Geschwindigkeitsanzeige, Drehzahlmesser, Ganganzeige. Und dann, wenn ich hier jetzt den Mode umschalte, hier, das ist, sind diese beiden T und S, Tour und Sport. Das sind halt nur zwei Fahrmodi, die Maschine bietet, aber gut, reicht wahrscheinlich auch. Dann haben wir die Traktionskontrolle. Die kann man hier ein- und ausstellen. Und ja, mit diesen beiden Schaltern hier kann man halt durch die Menüs skippen. Schaut mal hier nach rechts. Ich zeige euch das mal. Wir fangen hier mal an. Dann gibt es hier zum Beispiel die heizbaren Handgriffe. Filmst du jetzt das oder das? Beides. Okay. Und ja, wenn ich das zum Beispiel verändern will, dann gibt es hier so einen Schalter. Damit kann ich dann halt die heizbaren Handgriffe in vier Positionen einstellen. Und ja, jetzt gebe ich einfach mal so ein bisschen durch. Dann gibt es hier im Bordcomputer, Tageskilometerzähler. Das hier ist die Einstellung der Dämpfung. Die Maschine hat ja, wie gesagt, ein elektronisches Fahrwerk. Da kann man dann halt hier zwischen Soft und Standard und Hard umschalten und das Ganze dann auch noch in jeweils drei Stufen. Also es gibt 85 Milliarden Einstellungsmöglichkeiten hier. Es gibt auch eine Niveauregulierung. Ihr könnt also die Maschine elektronisch höher und also höher stellen. Moin. Und runterstellen. Also alles an Bord, was man eigentlich so braucht. Ja, Licht vorne. Stefan macht die Maschine mal an. Das hier ist Abblendlicht. Fernlicht, genau. Klassischer Halo-Scheinwerfer noch. Und LED-Blinker. Ja, hinten dann LED hier. Das ist das normale Rücklicht. Und das hier ist das Bremslicht. Blinkerei. Sehr schick. Ja, wir kommen zu den technischen Daten. Die XT1200ZE hat einen Zentralrohrrahmen aus Stahl, der hier so schön schwarz lackiert ist. Und vorne haben wir dann eine Upside-Down-Gabel mit einem Standrohrdurchmesser von 43 mm. Hier die Gabel so schön gold-eloxiert, wunderbar gemacht. Die Gabel ist übrigens komplett einstellbar. Zugstufe und Druckstufe und auch die Federbasis kann man einstellen. Bei der Maschine hier sogar elektronisch, das zeigen wir euch dann später nochmal, wie das funktioniert. Hier ist das zentrale Federbein mit so einer schönen gelben Feder, finde ich auch ganz schick gemacht, muss ich sagen. Ist auch voll einstellbar. Und der Federweg vorne wie hinten beträgt jeweils 190 mm. Ja, das Hinterrad ist eine 17 Zoll Felge mit einem, was sind das für ein Reifen hier, ein 150-70er Reifen, gar nicht mal so übertrieben. Aufgezogen ist hier ein Bridgestone Battlewing BW502 Radial. Wir haben hier Speichenräder, wie ihr sehen könnt. Das sind allerdings hier keine Schlauchlosreifen, sondern da sind tatsächlich Schläuche drin. Vorne die Felge. Das ist eine 19 Zoll Felge mit einem 110-80er Reifen und ja, dann kommen wir zum Motor. Das ist hier ein Zweizylinder Reihenmotor, richtig fettes Gerät, 1200 Kubikzentimeter, 1199 um genau zu sein, flüssigkeitsgekühlt. Ja, Zweizylinder Reihe mit zwei oben liegenden Nockenwellen, der leistet 112 PS. Bei 7250 Umdrehungen und 117 Newtonmeter bei 6000 Umdrehungen. Höchstgeschwindigkeit der Maschine liegt bei 210 Kilometer pro Stunde. Und ja, dann schauen wir uns mal die Bremsanlage noch mal schnell an. Hier hinten haben wir einen Einkolben-Schwimmsattel mit so einer schönen Wave-Scheibe. Die Scheibe hat einen Durchmesser von 282 mm. Vorne haben wir dann natürlich eine Doppelscheibe, auch mit diesem Wave-Design hier. Und das sind vier Kolben, Festsattel. Und die Scheiben haben einen Durchmesser von 310 mm. So, dann müssen wir jetzt mal auf die andere Seite gehen. Da wollen wir uns nämlich nochmal hier die Schwinge angucken. Oh, das ist eine Zweiarmschwinge. Na, kann man hier nicht sehen, aber ist egal. Und hinten haben wir halt einen Kardanantrieb. Das ist natürlich sehr praktisch, gerade wenn man auf lange Reisen geht. Wartungsarmer Kardanantrieb. Und ja, es gibt hier auch noch einen Seitenständer. Und bei der ZE ist hier auch noch ein Hauptständer in Serie dabei. Ja, der Tank hier kann man schon erkennen, finde ich, ein richtig schön großer Reisetank. 23 Liter passen da rein. Die Maschine verbraucht so 6 Liter ungefähr und das bedeutet dann eine Reichweite von 383 Kilometer.
So, dann machen wir mal unsere Probefahrt auf der Yamaha XT1200 ZE Super Tenere. Mann, Mann, Mann. Also wenn ich jemals in der Motorradindustrie arbeiten sollte und verantwortlich wäre für Produktnamen, das würde ich anders machen. Egal. Ja, ich setze mich mal rauf auf die Maschine und erzähle euch mal, wie sich das so anfühlt. Ja, klassische Adventure-Bike-Position, hochherrschaftlich, würde ich mal sagen. Also das fühlt sich wirklich sehr souverän an hier auf dem Bike. Blick nach hinten ist super. Die Spiegel, bisschen schmal, aber dafür schön breit. Und ich kann wirklich sehr, sehr gut nach hinten gucken. Das fühlt sich schon mal alles sehr gut an. Muss ich nochmal schauen, ob meine GoPro hier vernünftig eingestellt ist. Jawohl, sieht alles gut aus. Und dann machen wir mal eine Runde mit der Super Tenere fahren. Das hatten wir euch, glaube ich, vorher nicht gezeigt. Hier der Drehzahlmesser, schaut mal. Ganz gut ablesbar. So, dann rollen wir mal los. Und ich erzähle euch, wie immer, wie sich das so anfühlt. Wenn denn mein Visier mal bitte nicht so beschlagen würde. Ja, die Yamaha 1200 Super Tenere ist wirklich eine große Maschine, das muss man ganz klar sagen. Das ist auch so der erste Eindruck, den man hat, wenn man fährt. Sie ist jetzt nicht schwerfällig oder so, das würde ich gar nicht sagen. Also dafür, dass sie 260 Kilo wiegt, vollgetankt, ist sie eigentlich doch eher überraschend wendig. Hat ja auch relativ schmale Reifen, aber dennoch natürlich merkt man das Gewicht. Also da darf man sich jetzt auch nichts vormachen. Das ist halt keine Tenere 700, sondern eben die 1200er. Dafür liegt sie aber auch echt satt auf der Straße. Also das finde ich, ja, das ist immer so bei schweren Bikes, da gibt's, das hat halt Vor- und Nachteile. Und das finde ich ist ein schöner Nebeneffekt, dass man das Gefühl hat, so ja, wie in so einem SUV irgendwie sich vorwärts zu bewegen. Das ist sehr, ja, majestätisch, kann man fast schon sagen. Ich habe jetzt die Sitzhöhe auch mal auf hoch eingestellt, auf 800, was war das, 870, glaube ich. Und ja, dadurch sitze ich natürlich hier herrlich, herrlich hoch. Die Scheibe, das ist wie gesagt hier nicht die Standardscheibe, sondern so eine extra hohe. Und ihr seht hier zwei Rändelräder, daran kann man sie halt verstellen. Sie ist jetzt ganz nach oben gestellt. Ich lasse das auch mal so, weil wir dann nochmal ein Stück Autobahn fahren wollen. Und ja, von daher ist das auch wunderbar. Ja, was das Getriebe angeht, also erstmal hier die Kupplung hydraulisch betätigt. Kupplungshebel kann man auch einstellen in der Reichweite. Den Bremshebel kann man auch einstellen in der Reichweite. Kupplungskraft ist so mittelmäßig. Also jetzt nicht besonders leicht, aber auch nicht besonders schwer. Das geht schon in Ordnung. Das Sechsganggetriebe gibt auch keinen Grund zur Sorge oder gibt auch keine Rätsel auf, so ist es besser ausgedrückt. Das ist alles, ja, wie man sich das so wünscht bei so einem Reisebike. Unkompliziert, würde ich mal sagen. Ja. Ja, kommen wir mal zum Motor. Ich weiß nicht, ihr werdet ja wahrscheinlich auch schon so ein paar Vergleichstests euch angeschaut haben. Da muss ja die Tenere immer so gegen irgendwelche Megabolzen antreten, die 150 PS und mehr haben. Das hat sie halt nicht. Sie hat halt diese 112 PS. Und von daher, wenn man hier Gas gibt, kriegt man keinen Schreck. Aber das ist auch alles andere als langsam. Also da muss ich auch einigen anderen Testern widersprechen, die so ein bisschen durchblicken lassen haben. Ja, irgendwie die Leistung, das ist ja so lala. Also finde ich völlig albern. Ich finde 112 PS, das reicht dicke. Zumal die ja nun auch aus 1200 Kubik kommen. Also die Maschine hat einen schönen Drehmomentverlauf, kommt schön von unten das Ganze. Insofern, ich vermisse da gar nichts. Und wenn ich mir jetzt noch zusätzlich Erinnerung rufe, zu welchem Einsatzzweck diese Maschine eigentlich gebaut ist, nämlich zum langen Reisen, dann noch viel weniger. Also es ist schon alles ganz cool. Ja, Stefan und ich sind jetzt die XT1200 Super Tenere. Das habe ich übrigens noch nicht einmal gesagt. So ist die richtige Bezeichnung. Yamaha
XT 1200 ZE Super Tenere. So, fertig. Ja, gefahren die ganze Zeit und wollen euch mal wie immer unsere Eindrücke schildern. Stefan, fang du mal an. Wie ist so Sitzergonomie und so? Wie fühlst du dich? Also ich finde es erstaunlich gut, weil ich ja doch eher kürzere Beine habe. Und also von der Sitzform, also auch an der Höhe, ich komme sogar mit der höheren Sitzposition einigermaßen zurecht. Also das ist tadellos, also auch für alle möglichen unterschiedlichen Gestalten geeignet. Ja, vor allem cool, wie einfach man sie halt umstellen kann. Ne? Also das ist echt, finde ich, weiß ich auch nicht, warum das einige andere Hersteller so kompliziert machen. Also so muss es sein, hier Hofschrauben umsetzen, schon hat man zwei unterschiedliche Sitzhöhen. Total klasse. Ja, das ganze Ding, wie einfach das ist, passt ja auch irgendwie, das ist das Thema des Bikes. Ne? Ja, stimmt. Da ist nicht viel dran, was kaputt gehen könnte. Nicht? Also das ist für ein Adventure-Bike ja schon mal eine sehr positive Aussage. Ja, ich finde auch, das ist so genommen das Wesen der Maschine. Ne? Sie ist jetzt nicht irgendwie, ja, sexy, wir wollen jetzt auch nicht irgendwie Unrecht tun, aber sie ist nicht sexy. Ne? Das ist eher so ein Bike, genau, damit kann man wirklich überall hinfahren und so diesen Eindruck vermittelt sie auch, würde ich auch machen. Also ich glaube, die hält, da geht nichts kaputt und es ist auch nichts irgendwie, was jetzt großartig ablenken würde an der Maschine. Ne? Nee, also das Adventure-Bike, was sie macht, liegt nicht im Bike, also das ist ganz normal, sondern da, wo du hinfährst. Ne? Genau. Sie ist insofern der ideale Begleiter für die Reise, wird alles Mögliche nerven und vielleicht geht man mal verschütt und so weiter, aber es liegt nicht an der Yamaha. Nee, das stimmt, genau. Das ist eigentlich, finde ich auch, ganz gut zusammengefasst. Ansonsten, so Qualität und so, ich meine, es ist eine Yamaha. Ne? Also man merkt das irgendwie. Also was ich finde ist, dass, klar, die Maschine ist, ich glaube, 2015 vorgestellt worden, also dieses Facelift hier. Ja. Und sie ist ein bisschen in die Jahre gekommen, ne? Das muss man echt sagen. Also irgendwie das Display ist nicht mehr so ganz up-to-date und es ist auch wirklich, ja, es ist nichts, wo man jetzt sagen würde, ey, komm mal alle rein, so, ne? Ist irgendwie nicht. Aber will sie auch nicht, sie auch nicht. Ne? Nee. Die will dir einfach nur nicht auf den Keks gehen und sie ist auch, also für zwei Personen, wann haben wir schon mal so bequem auf so einem Moped gesessen? Stimmt. Ne? Ja, und da kannst du auch 1000 Kilometer am Stück ableisten. Ja, stimmt. Gut, der Motor ist jetzt nicht, was wohl man sagt, da gehe ich mit zitternden Fingern vor und sage, wie geil ist das denn? Aber das so passt auch dazu, ne? Es passt, ja. Genau. Also, du kannst damit Kilometer fressen und der wird bestimmt, also nach 50.000 Kilometer kann man mal an Ölwechsel denken und der Rest funktioniert schon. Ja, also ich finde, ich habe so ein bisschen am Anfang gedacht, so im ersten Moment hat sie mich, wahrscheinlich lacht es auch im Cockpit noch, an die Africa Twin, also an das letztes Jahr Modell erinnert. Aber irgendwie ist sie dann doch vielleicht noch ein bisschen weniger Enduro, also die Africa Twin, mit der kann man ja auch schon mal ins Gelände gehen, wenn man will. Kann man mit der auch, aber ich weiß nicht, also würde ich wahrscheinlich nicht machen. Dafür ist sie auch ein bisschen schwer. Ne? Also das ist eher so lange Autobahnetappen, lange Schotterstrecken, long way. Genau, also auch die Bereifung und so weiter und so fort, das deutet ja alles darauf hin, dass sie sich so richtig im Gelände nicht sieht. Und dann, ich glaube, sie wiegt über 260 Kilo. Ne? Die möchtest du ja auch nicht aus irgendeinem Erdloch rauspulen. Ne? Nee, wobei, ich meine, das hat uns Joachim erzählt, da war ich so ein bisschen skeptisch, aber er hat recht. Also durch diesen tiefen Schwerpunkt, der Motor ist ja relativ tief und überhaupt die ganzen Massen sind ja relativ tief, ist sie jetzt nicht. Also es ist jetzt kein Kurvenräuber, so wie eine Naked Bike, aber sie ist auch nicht träge. Ne? Also ist, eigentlich finde ich okay so. Ne? Also damit kann man auch durch die Alpen fahren und Spitzkern fahren, das geht. Also geht mit anderen Bikes natürlich, gibt immer Bikes, mit denen irgendwas besser geht, aber ist jetzt nicht so, dass das jetzt so ein, also im Vergleich zu einer FJR 1300 beispielsweise, ne, dieser Reisedampfer, ist das schon noch ein bisschen breiter Lenker und so. Ne? Also da kann man schon auch ein bisschen Kurven fahren. Ne? Ja. Das kann man auf jeden Fall. Ja, insgesamt schönes Bike. Also wenn ihr in die Mongolei wollt oder so, schaut euch unbedingt die XT 1200 ZE an. Stimmt. Ja, dann wollen wir noch mal ein bisschen auf der Autobahn fahren mit der XT 1200 ZE Super Tenere. Wo muss ich dann lang? Ah, hier rechts, glaube ich. Also was ich noch sagen wollte, ist, die Maschine erinnert mich in vielerlei Hinsicht an die FJR 1300, lustigerweise. Vor allem, was die Bedienung angeht, also das Cockpit hier und diese ganzen Einstellmöglichkeiten, die sind nahezu identisch. Wobei die Bedienung, das ist alles ganz okay, aber man muss sich schon ein bisschen dran gewöhnen. Das muss man sagen. Es liegt natürlich auch daran, dass es hier so extrem viele Einstellmöglichkeiten gibt. Hier heizbare Handgriffe, naja gut, das ist jetzt nichts Besonderes. Aber die Maschine ist ja wirklich komplett ausgestattet. Insofern, da muss man sich halt mal eine halbe Stunde mit beschäftigen, aber dann klappt das auch. So, jetzt wollen wir hier mal ein bisschen Gas geben. Und mal gucken, wie die Scheibe so funktioniert. Oh, die funktioniert super. Hier ist leider Tempo 100.
Aber das merkt man irgendwie, ich kriege überhaupt nichts ab. Also das wird hier alles um mich herum geleitet. Das ist ganz cool. Tempomat probieren wir auch mal aus. Hier total einfach. Einfach nur draufdrücken, Set und dann geht das los. Was ich auch noch mal erwähnen wollte ist, das finde ich ein bisschen schade, man kann die Traktionskontrolle nur im Stand umstellen. Also wenn ich jetzt hier diesen TCS-Button betätige, passiert nichts während der Fahrt. Hier so ein separater Einstellknopf für die Traktionskontrolle, muss man halt im Stand machen. Ansonsten die Dämpfung kann man auch während der Fahrt verstellen. Kann ich ja mal machen hier von Standard, gehe ich mal auf Hart. Ja. Und das soll es dann auch schon mal gewesen sein hier mit meinen Eindrücken direkt von der Maschine. Also insgesamt wirklich, ja, sagten Stefan und ich ja vorhin schon beim Interview, wirklich eine ausgewachsene Reisemaschine. Sehr unaufgeregt, sehr gelassen, fährt sich souverän, macht echt Spaß. Also wenn ich jetzt irgendwie tatsächlich eine lange Reise vor mir hätte und ich hätte mehrere Maschinen zur Auswahl und die Super Tenere wäre dabei, würde ich wahrscheinlich tatsächlich zu dieser Maschine hier greifen. Ja, wir sind wieder angekommen hier bei Tezius und Reimers in Hamburg-Eidelstedt. Das war's. Damit grüße ich euch, gebe zurück ins Studio zu Ingo Zamperoni. Macht ihr sogar. Ja, das war unser Test zur Yamaha XT 1200 ZE. Wettbewerber zu diesem Bike hier, ja, sind die üblichen verdächtigen BMW R1250 GS, dann die Tiger 1200 und die KTM 1290 Adventure. Und ja, dieses Bike hier haben wir freundlicherweise von Tezius und Reimers für diesen Test zur Verfügung gestellt bekommen. Wir stehen hier auch noch vor dem Laden und wenn ihr mal Bock habt, die Super Tenere Probe zu fahren, dann kommt ihr einfach mal vorbei und fragt nach Joachim, der kümmert sich hier um Yamaha Bikes. Zero Motorcycles ist hier auch bei Tezius und Reimers verfügbar. Wenn ihr mal ein Elektromotorrad fahren wollt, seid ihr hier auch bestens aufgehoben. Ja, das war's. Wir sind jetzt halb erfroren und fahren jetzt mal nach Hause und gehen in die heiße Badewanne. Grüßen euch aus Hamburg und sagen Tschüssinger. Bis bald.